den nächsten Sprint wird hinlegen Isvan Kisteletki, auch bekannt, ein Teilnehmer des Masterstudienprogramms. Er stammt aus Ungarn, ist dort Universitätsdozent in Pécs. Und er wird reden über, über die ungarische Art, immer ein bisschen, als Energiedesign, ungarische Art, immer ein bisschen scharf. Begrüße ich heute Abend recht herzlich jeden vom Klimadesign e.V. Ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit, hier zu stehen zu können und über mein Anliegen sprechen zu können. Energy Design ungarischer Art ist auf der Tageskarte heute Abend, zu diesem Menü. Zeit, ein bisschen immer scharf. Naja, es ist im Prinzip, wenn man Energy Design in Ungarn machen möchte, dann steht man eigentlich ganz schnell blöd da. Zum einen alleingelassen, viele Leute, die meisten Leute kennen das nicht, dieses ganzheitliche Denkweise ist auch bei Fachleuten eigentlich soweit unbekannt. Die Hungarian Reality sieht man eigentlich auf diesem Bild. Wenn man nach Budapest fährt, sieht man super hochentwickelte Häuser natürlich, aber wenn man rausfährt auf das Land, da sieht man, dass es gibt sehr viel zu tun und der Rücksprung ist sehr groß natürlich in Ungarn. Dass da sehr viel zu tun ist, das ist eine gute Nachricht, auch für uns Energiedesigner. Und es gibt gute Nachricht, es gibt auch Bauherren, die mehr weltoffen sind, die mehr für diese Denkweise bereit sind, was zu bauen. Da sieht man auf den Bildern, da sind im Prinzip 5 Projekte mit 5 Bauherren, die ich ganz kurz anreißen möchte. Nicht unbedingt über den Projekten an sich, sondern über mein persönliches, auch persönliches Anliegen sprechen. Das erste wäre ein Holzhaus, ein Fabrik, Betriebs- und Bürogebäude zu fast 90% aus Holz gemacht. Das ist eine Riesenherausforderung für uns. Wir möchten geothermisch die Energieversorgung im Prinzip machen. Wir haben ein Lichtdach ganz oben auf dem Gebäude, sieht man links oben auf dem Bild, wo wir mit Lichttechnik arbeiten möchten. Lichtlenkung, natürliche Lüftungskonzept haben wir natürlich auf diesem neuen Bild. Wir haben eine Regenwassernutzung und photovoltaisch möchten wir die Stromversorgung so weit versorgen, dass wir aus dem Haus ein fast Null-Energie-Haus machen können. Das ist ein großer Traum, schauen wir mal, wie viel wir daraus machen können. Aber ich denke, man muss die Träume immer recht hoch setzen, damit da auch noch eine hohe Qualität auch später rauskommt. Der Bauherr ist ein junger Mann, der sehr weltoffen ist und möchte und ist einverstanden mit diesen Ideen. Hier sieht man ein bisschen einen Sommerfall, wo wir mit Lichtspiegelung, das ist ein sehr innovatives Konzept für Schattierung eines Gebäudes, Sonnenschutz, es entsteht da keine Wärme sozusagen. Das nächste Projekt nennt sich Science Building, ein Universitätsprojekt in Pécs, in meiner Heimatstadt, wo ich lebe und arbeite und an der Universität unterrichte. Und hier in diesem Gebäude, das Gebäudekonzept oder Energiekonzept stammt von mir, mit anderen Architekten zusammengearbeitet, aber das Energiekonzept war nicht beauftragt. Geothermie benutzen wir wieder, das ist immer da, ob die Sonne scheint oder nicht, das ist wurscht, ob das Winter oder Sommer ist. Geothermie ist in der Hinsicht eine sichere Sache. Neben Geothermie gibt es einen besonderen Forschungsbereich und das ist die Südfassade. Und die Südfassade bilden wir als eine Art Klimafassade, zweischalige Konstruktion, wird schön warm drin. Jetzt sind wir dabei, diese Wärme irgendwie wegzubekommen und dafür eine adiabatische, mit Wasser arbeitende, passive Kühlung, konstruktive Kühlung herbeizurufen. Das nächste Projekt ist in der Innenstadt in Pécs. Das ist eine barocke Anlage, der mit diesem dreieckigen Glaskubus erweitert wird, ein neuer Besucherzentrum für den Innenstadt Pécs im Jahre 2010, Kulturhauptstadt Europas Programm. Pécs wird kulturelle Hauptstadt Europas, Gott sei Dank. Und hier sieht man eigentlich die Energieversorgung, wird geothermisch, wir haben Wasser gefunden, die Boden sind soweit fast fertig, sehr viel Wasser gefunden, das heißt, wir können mit Schluck und Saugbrunnen arbeiten und es gibt aerodynamisch erdachte Prinzipien, wie wir die Lüftung unterstützen möchten mit Zu- und Abluft Hauben. Und diese Hauben sind wie so
ich weiß nicht, wie Hähne, vielleicht mal so Aerodynamik-Hähne ausgeführt, wenn man das ein bisschen lustigerweise bezeichnen möchte. Das sieht man auf der linken Seite, das ist der Schluck-Version, wo eine Saug, also ein Windsog entsteht durch diesen Form. Und rechts sieht man im umgekehrten Sinne eine Auswurf-Version. Ich bin ein Fan von dieser Aerodynamik und wir sind dabei, das auch zu entwickeln mit einer Firma. Da möchte ich den Namen Klaus Daniels recht herzlich erwähnen, auch Gunter Pülz und noch Herrn Pernpeitner. Ein Zigeunerstransen, also ein offener Museum, der Anfangssituation war, hinten diese kleine Hütten zu bauen und das war's. Und wir könnten den Bauherrn überzeugen, dass wir hier, ein Zigeuner ist der Bauherr, ein Bürgermeister, dass wir hier etwas Größeres bauen, brauchen. Wir brauchen ein Zigeuner-Kulturzentrum, der auch als Zigeunerschule, und es gibt sehr viele gute Jazzmusiker, Zigeunermusiker, die da kommen werden, sind international auch bekannt. Und da möchten wir auch im Winterbetrieb, anfangs war es so, dass es nur im Sommer kommen soll, im Winterbetrieb das auch energetisch dann optimieren, alles aus Holz. Das Projekt ist mit dem Mercedes. Firma Mercedes baut in Ungarn in Kecskemét ein Referenzprojekt. Sie möchten ein DGNB-Zertifikat machen und sie sind bereit, eine energetische Optimierung einzugehen. Wir warten, wir haben jetzt einen Kostenvoranschlag abgegeben und wir warten auf die Antwort, ob wir hier mit der Münchner Klimadesign-Gruppe daran arbeiten können. Was ich mit diesem Bild fast bis zum Schluss eigentlich sagen will, dass Ungarn hat verschiedene Potenziale. Und wir haben diese verschiedenen Projekte von uns, die halt natürlich große Fragezeichen aufwerfen. Deswegen ein bisschen immer scharf, weil das Ding gibt es noch nicht. Das müssen wir entwickeln, dafür ist eigentlich total spät. Wir haben nicht die Zeit, normal sollte es ein Forschungsantrag und so. Das können wir nicht, weil der Bauherr steht schon da. Aber wir haben jetzt die Chance, die tatsächlich zu bauen. Das ist auch, wenn es nicht optimal der Weg ist, wir müssen das machen. Eine letzte gute Nachricht neben Science Building, wo wir forschen können, dass ein neuer Lehrstuhl in Page im Entstehen ist. Wir möchten das im Februar auch anfangen mit diesem Lehrstuhl. Energiedesign Lehrstuhl ist der Arbeitstitel von diesem Lehrstuhl. Und da steht plus Klimadesign. Wir haben hier den ersten großen Schritt gemacht mit Professor Hausladen und seinem Klimadesign-Team. Und jetzt habe ich auch einen großen Aufruf, Fragezeichen an Sie, EV. Wir brauchen Hilfe und wir brauchen Partner in diesem spannenden Geschichte. Dankeschön.